Die menschliche Erinnerung ist ein wunderbares, aber unzuverlässiges Instrument. Das ist eine abgedroschene Wahrheit, die nicht nur dem Psychologen, sondern auch jedem bekannt ist, der sein Augenmerk auf das Verhalten seiner Umgebung oder auf sein eigenes gerichtet hat. Die in uns schlummernden Erinnerungen sind nicht in Stein gemeißelt. Sie zeigen nicht nur die Neigung, sich mit den Jahren zu verflüchtigen, oft verändern sie sich oder werden sogar umfangreicher, wobei sie fremdbestimmte Züge in sich aufnehmen. Richter erkennen diese Erscheinung genau. Es kommt sehr selten vor, dass zwei Augenzeugen, die dasselbe Geschehen beobachtet haben, es auch auf die gleiche Weise schildern und dabei die gleichen Wörter benutzen, auch wenn der Vorgang erst kurz zurückliegt und keiner der beiden ein persönliches Interesse daran hat, ihn verzerrt darzustellen. Das geringe Vertrauen in unser Gedächtnis wird erst dann zufriedenstellend erklärt sein, wenn wir wissen, in welcher Sprache, in welchem Alphabet es geschrieben ist, auf welches Material und mit welcher Feder. Aber auch heute ist das ein Ziel, von dem wir noch weit entfernt sind. Uns sind einige Mechanismen bekannt, die unter besonderen Umständen die Erinnerung verfälschen. Traumata und keineswegs nur zerebrale. Die Interferenz anderer, konkurrierender Erinnerungen, abnorme Bewusstseinszustände, Repressionen, Verdrängungen. Allerdings ist auch unter normalen Bedingungen ein langsamer Abbau am Werk, eine Trübung der Konturen, ein gewissermaßen physiologisches Vergessen, denen nur wenige Erinnerungen widerstehen. Wahrscheinlich kann man hierin eine der großen Kräfte der Natur erblicken. Dieselbe, die die Ordnung in Ordnungslosigkeit zersetzt, Jugend in Alter verwandelt und das Leben im Tod auslöscht. Gewiss, Übung, das heißt in unserem Fall die häufige Vergegenwärtigung, hält die Erinnerung frisch und lebendig, genauso wie man einen Muskel leistungsfähig erhält, wenn man ihn oft trainiert. Aber es ist ebenso wahr, dass eine Erinnerung, die allzu oft heraufbeschworen und in Form einer Erzählung dargeboten wird, dahin tendiert zu einem Stereotyp, das heißt zu einer durch die Erfahrung bewährten Form zu erstarren, abgelagert, perfektioniert und ausgeschmückt, die sich dann an die Stelle der ursprünglichen Erinnerung setzt und auf ihre Kosten blüht und gedeiht. Ich möchte hier die Erinnerungen an extreme Erfahrungen untersuchen, an erlittene oder zugefügte Kränkungen. In diesem Fall sind alle oder fast alle Faktoren am Werk, die die mnemotechnische Aufzeichnung wertlos machen oder verzerren können. Die Erinnerung an ein Trauma, ob es nun erlitten oder zugefügt wurde, ist von sich aus schon traumatisch, denn es schmerzt oder stört zumindest, wenn man es ins Gedächtnis zurückholt. Wer im tiefsten verletzt worden ist, neigt dazu, die Erinnerung daran zu verdrängen, um den Schmerz nicht zu erneuern. Und derjenige, der diese Wunden zugefügt hat, drängt seine Erinnerung in die Tiefe ab, um sich von ihr zu befreien, um sein Schuldgefühl zu erleichtern. Hier befinden wir uns, wie auch bei anderen Phänomenen, vor einer paradoxen Analogie von Opfer und Unterdrücker. Und es ist äußerst wichtig, dass wir das klar sehen. Beide sitzen in derselben Falle, aber es ist der Unterdrücker und nur er, der sie aufgestellt hat und zuschnappen lässt. Wenn er daran leidet, ist es nur gerecht, dass er daran leidet. Aber es ist ungerecht, dass auch das Opfer daran leiden muss, wie es gezwungenermaßen daran leidet, auch nach Jahrzehnten noch. Wieder müssen wir trauernd feststellen, dass die tiefe Verletzung unheilbar ist. Sie überdauert die Zeiten und die Erinnyen, an die man schließlich doch glauben muss, quälen nicht nur die Peiniger. Selbst wenn sie ihn quälen, so steht ihnen helfend die menschliche Strafe zur Seite oder auch nicht. Sondern führen sein Werk noch fort, indem sie dem Gepeinigten den Frieden versagen. Nicht ohne Entsetzen liest man die Worte, die der österreichische Philosoph Jean Améry hinterlassen hat, der von der Gestapo gefoltert wurde, weil er im belgischen Widerstand aktiv war und später nach Auschwitz deportiert wurde, weil er Jude war. Wer gefoltert wurde, bleibt gefoltert. Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt. Die Schmach der Vernichtung lässt sich nicht austilgen.
das zum Teil schon mit dem ersten Schlag, in vollem Umfang, aber schließlich in der Tortur eingestürzte Weltvertrauen wird nicht wiedergewonnen. Die Folter war für ihn ein nicht enden wollender Tod. Amery hat sich 1978 das Leben genommen. Wir wollen keine Verwirrung, keine kleinlichen Freudismen, keine Morbiditäten und keine Nachsicht. Der Unterdrücker bleibt, was er ist, und das Opfer ebenfalls. Sie sind nicht austauschbar. Der Erstere muss bestraft werden, man muss Abscheu vor ihm empfinden. Allerdings sollte man auch versuchen, ihn zu verstehen. Der Zweite ist zu bemitleiden und ihm muss geholfen werden. Aber vor der Ungeheuerlichkeit des Faktums, das sich unwiderruflich ereignet hat, brauchen beide Schutz und Zuflucht, und sie gehen instinktiv auf die Suche danach. Nicht alle, aber die meisten, und oft ihr ganzes Leben lang. Wir verfügen inzwischen über zahlreiche Bekenntnisse, Aussagen, Eingeständnisse von Seiten der Unterdrücker. Ich spreche dabei nicht nur von den deutschen Nationalsozialisten, sondern von all denen, die im Namen des Gehorsams gegenüber einer Disziplin vielfache abscheuliche Verbrechen begehen. Einige wurden im Verlauf von Gerichtsverfahren abgelegt, andere während eines Interviews, wieder andere finden sich in Büchern oder Memoiren. Ich bin der Ansicht, dass es sich hierbei um Dokumente von äußerster Wichtigkeit handelt. Im Allgemeinen interessieren dabei nicht so sehr die Beschreibungen des Geschehenen und der vollzogenen Handlungen. Das entspricht im Großen und Ganzen dem, was die Opfer berichtet haben. Nur sehr selten werden diese Berichte bestritten. Sie sind rechtskräftig geworden und inzwischen Teil der Geschichte. Oft werden sie als bekannt vorausgesetzt. Viel wichtiger sind die Motive und Rechtfertigungen. Warum hast du das getan? War dir klar, dass du ein Verbrechen begehst? Die Antworten auf diese beiden oder auf gleichartige Fragen sind sich ziemlich ähnlich, ganz unabhängig von der Persönlichkeit des Befragten. Handle es sich dabei um einen ehrgeizigen, intelligenten Menschen wie Speer oder um einen eiskalten Fanatiker wie Eichmann, um kurzsichtige Verwaltungsbeamte wie Stangl in Treblinka und Höss in Auschwitz oder um stumpfsinnige Gewalttäter wie Boger und Karduk, die Erfinder neuer Foltermethoden. Sie formulierten verschieden, mehr oder weniger hochmütig, das hängt vom jeweiligen geistigen und kulturellen Niveau dessen ab, der spricht, aber sie sagen im Grunde alle das Gleiche. Ich habe es getan, weil es mir befohlen worden ist. Andere, meine Vorgesetzte, haben noch viel schlimmere Dinge als ich getan. Aufgrund meiner Erziehung und meiner Herkunft konnte ich nicht anders handeln. Wenn ich es nicht getan hätte, dann hätte es irgendein anderer mit noch größerer Härte an meiner Stelle getan. Wer nun diese Rechtfertigungen liest, empfindet zunächst Abscheu. Die lügen doch, die können doch nicht wirklich glauben, dass man ihnen glaubt. Sie können nicht ihre Augen verschließen vor dem Ungleichgewicht zwischen ihren Entschuldigungen und der Last des Schmerzes und des Todes, die sie verursacht haben. Sie lügen und wissen, dass sie lügen. Sie sprechen wider besseres Wissen. Jeder, der eine einigermaßen ausreichende Erfahrung mit menschlichen Dingen hat, weiß, dass die Unterscheidung, oder wie der Linguist sagen würde, die Opposition zwischen Treu und Glauben und wider besseres Wissen optimistisch und aufklärerisch ist. Und das noch viel mehr und aus viel tieferem Grund, wenn sie auf Menschen wie die gerade genannten angewandt wird. Sie setzt eine geistige Klarheit voraus, die nur wenige besitzen und die auch diese wenigen verlieren, sobald die vergangene oder augenblickliche Wirklichkeit, aus welchen Gründen auch immer, in ihnen Angst und Unbehagen hervorruft. Unter solchen Umständen findet man durchaus Menschen, die ganz bewusst lügen und auf diese Weise die Wirklichkeit kaltblütig verfälschen. Aber es gibt weitaus mehr Menschen, die die Anker lichten, sich für den Augenblick oder auch für immer von den ursprünglichen Erinnerungen lösen und sich eine bequemere Wirklichkeit zurechtzimmern. Ihre Vergangenheit belastet sie. Sie empfinden Abscheu vor den Handlungen, die sie begangen oder erlitten haben, und neigen deshalb dazu, etwas anderes an ihre Stelle zu setzen.
Das kann bei vollem Bewusstsein der realen Zusammenhänge einsetzen. Mit einem erfundenen, verlogenen, wiederhergestellten Handlungsablauf, der aber weniger schmerzvoll ist als der wirkliche. Beschreibt man diesen Ablauf oft genug gegenüber anderen und sich selbst, verliert die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge allmählich ihre Konturen, und der Mensch glaubt schließlich mit voller Überzeugung an seine Geschichte, die er so oft erzählt hat und noch immer erzählt, wobei er die weniger glaubhaften oder die untereinander nicht unbedingt korrespondierenden oder die nicht in den Zusammenhang des Entwurfs der herangezogenen Ereignisse passenden Details glättet und aufs Neue bearbeitet. Aus dem anfänglichen wieder besseres Wissen ist Treu und Glaube geworden. Der lautlose Übergang von der Lüge zum Selbstbetrug ist nützlich. Wer auf Treu und Glauben lügt, lügt besser, spielt seine Rolle besser, findet leichter Glauben beim Richter, beim Historiker, beim Leser, bei seiner Frau und bei seinen Kindern. Je weiter die Ereignisse in die Zeit zurücktreten, umso mehr wächst und vervollkommnet sich die Konstruktion einer bequemen Wahrheit. Ich glaube, man kann nur vermittelt dieses geistigen Mechanismus, beispielsweise die Äußerungen von Louis Daquier de Pellepoix, der um 1942 zuständig war für jüdische Angelegenheiten in der Vichy-Regierung und als solcher persönlich verantwortlich für die Deportation von 70.000 Juden interpretieren, die er im Jahr 1978 im Express gemacht hat. Daquier leugnet alles. Die Fotos mit den Leichenbergen sind Montagen, die Statistiken von Abermillionen Toten sind von den Juden fabriziert worden, die ja schon immer reklamesüchtig, mitleidheischend und entschädigungsgierig waren. Deportationen gab es möglicherweise, das wäre ihm auch schwer gefallen zu leugnen, denn immerhin erscheint seine Unterschrift unter zahlreichen Briefen, die Anweisungen für die Deportationen enthielten, auch für die von kleinen Kindern. Aber er hatte keine Ahnung, wohin die Deportierten gebracht wurden und welches Ende sie fanden. Es ist richtig, dass es in Auschwitz Gaskammern gab, aber die dienten nur der Vernichtung von Läusen, und überhaupt, man beachte die Kohärenz, sind sie aus propagandistischen Gründen erst nach dem Krieg gebaut worden. Es geht mir nicht darum, diesen Feigling, diesen Dummkopf zu verteidigen, und es kränkt mich zu wissen, dass er so lange unbehelligt in Spanien leben konnte, aber mir scheint, ich kann in ihm den typischen Fall desjenigen erkennen, der, gewohnt in der Öffentlichkeit zu lügen, schließlich auch im privaten Kreis lügt, sich sogar selbst belügt und sich so eine bequeme Wahrheit aufbaut, die es ihm ermöglicht, in Frieden weiterzuleben. Treu und Glaube, streng von wieder besseres Wissen zu trennen, ist eine kostspielige Angelegenheit. Es verlangt eine rückhaltlose Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber. Es fordert eine ununterbrochene intellektuelle und moralische Anstrengung. Aber wie kann man von Männern wie Daquier eine derartige Anstrengung erwarten? Wenn man die Erklärungen liest, die Eichmann während des Prozesses in Jerusalem gemacht hat, und die, die Rudolf Höss, der vorletzte Kommandant von Auschwitz und Erfinder der Blausäurekammern, in seiner Autobiografie abgab, erkennt man einen Prozess der Vergangenheitsaufbereitung, der viel subtiler ist als der eben genannte. Im Wesentlichen haben sich die beiden in der klassischen Art der nationalsozialistischen Mitläufer, genauer gesagt, in der Art aller Mitläufer verteidigt. Wir sind zu absolutem Gehorsam, zu hierarchischem Denken und zum Nationalsozialismus erzogen worden. Wir sind mit Propagandasprüchen bearbeitet worden. Wir waren berauscht von Zeremonien und Veranstaltungen. Man hat uns gelehrt, dass die einzige Gerechtigkeit die war, die unserem Volke nützt. Und die einzige Wahrheit waren die Worte des Führers. Was also wollt ihr von uns? Wie kommt ihr dazu, von uns und auch von allen anderen, die wie wir waren, jetzt, da die Dinge geschehen sind, ein anderes Verhalten zu erwarten als das, was unser Verhalten damals war? Wir sind zuverlässige Ausführungsorgane gewesen, und für unsere Zuverlässigkeit sind wir belobigt und befördert worden.
Die Entscheidungen haben nicht wir getroffen, denn das Regime, in dem wir aufgewachsen sind, erlaubte keine persönlichen Entscheidungen. Andere haben die Entscheidungen für uns getroffen. Und anders war es auch gar nicht möglich, denn wir waren der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, beraubt worden. Nicht nur war es uns untersagt, Entscheidungen zu treffen, sondern wir waren dazu auch unfähig. Deshalb sind wir nicht verantwortlich und können daher auch nicht bestraft werden. Selbst wenn man diese Argumentationsweise vor dem Hintergrund der Schornsteine von Birkenau betrachtet, kann sie nicht als das Ergebnis reiner Unverschämtheit gedeutet werden. Der Druck, den ein moderner totalitärer Staat auf ein Individuum ausüben kann, ist erschreckend. Er bedient sich im Wesentlichen dreier Waffen: der direkten Propaganda oder der durch Erziehung, Bildung und Volkstraditionen verschleierten, der Verhängung einer Nachrichtensperre, des Terrors. Dennoch ist es nicht gerechtfertigt zu behaupten, man könne diesem Druck nicht widerstehen, schon gar nicht, wenn es sich um einen so kurzen Zeitraum handelt wie die 12 Jahre, in denen das Dritte Reich Bestand hatte. In den Behauptungen und Entschuldigungen von Männern mit außergewöhnlicher Verantwortung, zu denen Höss und Eichmann gehörten, schwingt deutlich die Übertreibung und mehr noch die Bearbeitung der Erinnerung mit. Beide wurden geboren und erzogen, lange bevor das Dritte Reich wirklich totalitär wurde, und ihr Eintritt in die Partei war eine persönliche Entscheidung, die stärker von opportunistischen Gesichtspunkten als von Enthusiasmus geprägt war. Die Aufarbeitung ihrer Vergangenheit ist nachträglich erfolgt, langsam und wahrscheinlich unmethodisch. Es wäre naiv, die Frage zu stellen, ob dies in Treu und Glauben oder wider besseres Wissen geschehen ist. Auch sie, die doch angesichts des Leidens anderer Menschen so stark waren, haben, als sie vor ihren Richtern standen und vor ihrem Tod, den sie verdient hatten, sich eine bequeme Wahrheit konstruiert und schließlich selbst daran geglaubt. Besonders Höss, der kein subtiler Mensch war. So wie er uns aus seinen Aufzeichnungen entgegentritt, war er eigentlich eine Person, der Selbstkontrolle und Selbstbeobachtung dermaßen fremd waren, dass es ihm nicht einmal auffiel, wie sehr er seinen grobschlächtigen Antisemitismus noch im Akt des Widerrufs und der Verneinung bestätigte, und dass er sich nicht bewusst war, wie aalglatt sein Selbstbildnis von einem guten Beamten, Vater und Ehemann ausfiel. Man muss bei diesen Versuchen einer Rekonstruktion der Vergangenheit feststellen, aber nicht nur bei diesen, es handelt sich hier um eine Beobachtung, die alles Erinnern betrifft, dass die Verbiegung der Tatsachen oft von der Objektivität eben dieser Tatsachen verhindert wird, über die es Zeugnisse dritter Personen gibt, Dokumente, Tatwerkzeuge, historisch gewonnene Zusammenhänge. Im Allgemeinen ist es schwer zu leugnen, dass man eine bestimmte Tat begangen hat oder dass diese Tat begangen worden ist. Dagegen ist es unglaublich leicht, die Motivierungen zu verfälschen, die uns zu einer bestimmten Handlungsweise veranlasst haben, und die Leidenschaften in uns, die diese Handlungsweise begleitet haben. Das ist eine außerordentlich fließende Materie, die auch unter leichtestem Druck bereits der Verformung ausgesetzt ist. Auf die Fragen: Warum hast du das nur getan? Oder was dachtest du dir eigentlich, als du das tatest? Gibt es keine zuverlässigen Antworten, weil Seelenzustände von Natur aus labil sind und noch wesentlich labiler ist die Erinnerung an sie. Ein Grenzfall der Verformung einer Erinnerung an eine begangene Schuld ist die Unterdrückung. Auch hier kann die Abgrenzung zwischen Treu und Glauben einerseits und wider besseres Wissen andererseits ungenau sein. Hinter dem "Ich weiß nicht" und dem "Ich erinnere mich nicht", das man in den Gerichtssälen zu hören bekommt, steht manchmal der entschiedene Vorsatz zu lügen, aber andere Male handelt es sich um versteinerte, zur Formel erstarrte Lügen. Das Erinnern hat zum Nichterinnern werden wollen, und es ist ihm gelungen.
So sehr hat es die eigene Existenz verleugnet, dass schließlich die schädliche Erinnerung ausgeschieden wurde, so wie eine Absonderung oder ein Parasit ausgeschieden wird. Die Verteidiger wissen genau, dass Gedächtnisschwund oder die vermeintliche Wahrheit, die sie ihren Mandanten empfehlen, dahin tendieren, Vergesslichkeit und damit tatsächlich Wahrheit zu werden. Man muss gar nicht erst bis in die Mentalpathologie ausgreifen, um eine Spezies von Menschen zu finden, deren Äußerungen einem die Sprache verschlagen. Sie sind mit Sicherheit unwahr, aber wir sind nicht in der Lage zu sagen, ob es dem Betreffenden bewusst ist, dass er die Unwahrheit sagt. Nehmen wir einmal das Absurde an und stellen uns vor, der Lügner würde für einen Augenblick zu einem aufrichtigen Menschen. Er selbst könnte nicht das Dilemma lösen. Im Akt des Lügens nämlich ist er ein Schauspieler, der so sehr mit seiner Rolle eins geworden ist, dass er zwischen dem einen und dem anderen gar nicht mehr unterscheiden kann. Ein besonders augenfälliges Beispiel dafür ist in den Tagen, in denen ich dies schrieb, das Verhalten Ali Akcas vor Gericht, des Türken, der das Attentat auf Johannes Paul II. Verübt hat. Der beste Weg, sich vor dem Ansturm belastender Erinnerungen zu schützen, ist der, sie gar nicht erst hereinzulassen und eine Hygieneschranke entlang der Grenze zu errichten. Es ist leichter, einer Erinnerung den Eintritt zu verwehren, als sie loszuwerden, wenn sie erst einmal registriert worden ist. Diesem Zweck dienten im Wesentlichen viele der von den Nazi-Kommandos ausgeklügelten Kniffe, die das Gewissen derer schützten, die die Dreckarbeit verrichteten, und die ihnen gleichzeitig auch weiterhin ihre Mitarbeit sichern sollten, die selbst den hartgesottensten Schurken unangenehm war. An die Einsatzkommandos, die während der verschiedenen Etappen an der russischen Front die Zivilbevölkerung am Rand der Massengräber, die sie vorher auch noch selbst schaufeln mussten, mit Maschinengewehren niederschossen, wurde Alkohol in Strömen verteilt, damit das Massaker im Zustand des Besoffenseins vernebelt wurde. Die allzu gut bekannten Euphemismen Endlösung, Sonderbehandlung, der eben erwähnte Begriff Einsatzkommando, hinter dem sich eine grauenhafte Wirklichkeit verbarg, dienten nicht nur dazu, die Opfer zu täuschen und Verteidigungsreaktionen zuvorzukommen, sie dienten auch, im Rahmen des Möglichen, dazu, dass weder die öffentliche Meinung noch die Teile der Wehrmacht, die damit direkt nichts zu tun hatten, Kenntnis davon erhielten, was in allen vom Dritten Reich besetzten Gebieten vor sich ging. Im Übrigen kann die gesamte Geschichte des kurzlebigen tausendjährigen Reiches als Krieg gegen das Erinnern neu gelesen werden, als Orwellsche Fälschung der Erinnerung. Verleugnung der Wirklichkeit bis hin zur endgültigen Flucht vor eben dieser Wirklichkeit. Alle Biografien über Hitler, die sich in der Interpretation, die man dem Leben dieses so schwer einzuordnenden Mannes widmet, voneinander grundsätzlich unterscheiden, stimmen allerdings überein, was die Flucht vor der Wirklichkeit angeht, die Hitlers letzte Jahre bestimmt hat, besonders seit dem ersten russischen Winter. Er hatte seinen Untergebenen den Zugang zur Wahrheit verboten und verweigert und betrieb so eine Verseuchung ihrer Moral und ihrer Erinnerung. Aber in zunehmendem Maße, bis hin zum Verfolgungswahn im Bunker, hatte er den Weg der Wahrheit auch für sich selbst verbaut. Wie alle Glücksspieler hatte auch er um sich herum ein Szenarium aus abergläubischen Lügen konstruiert, dem er schließlich mit dem gleichen fanatischen Glauben anhing, den er auch von jedem Deutschen verlangte. Sein Sturz bedeutete nicht nur eine Rettung für das Menschengeschlecht, sondern bewies zugleich, welchen Preis man zahlt, wenn man die Wahrheit antastet. Auch im weitaus größeren Lager der Opfer beobachtet man ein Abdriften der Erinnerung. Aber hier fehlt ganz offenkundig der Vorsatz. Wem eine Ungerechtigkeit oder eine Kränkung zugefügt wird, der braucht keine Lügen zu erfinden, um sich von einer Schuld zu befreien, die er nicht auf sich geladen hat. Auch wenn es aufgrund eines paradoxen Mechanismus geschehen kann, dass er darüber Scham empfindet. Aber das schließt noch nicht aus, dass auch seine Erinnerungen verformt sein können.
Es wurde zum Beispiel beobachtet, dass viele Kriegsheimkehrer und überhaupt Menschen, die äußerst komplexe und traumatische Erfahrungen hinter sich haben, dazu neigen, ihre Erinnerungen unbewusst zu filtern. Wenn sie untereinander wieder heraufbeschwören oder dritten Personen erzählen, ziehen sie es vor, sich bei den Waffenstillständen, den Verschnaufpausen, bei den grotesken oder merkwürdigen oder entspannenden Begebenheiten aufzuhalten und über die schmerzvollen Episoden hinwegzugehen. Diese letzteren werden nicht gerne aus dem Speicher der Erinnerung hervorgeholt. Und deshalb neigen sie dazu, sich im Lauf der Zeit in Dunst aufzulösen, ihre Konturen zu verlieren. Das Verhalten des Grafen Ugolino ist psychologisch völlig glaubwürdig, wenn er sich scheut, Dante von seinem grauenvollen Tod zu erzählen. Er tut es dann zwar doch, aber nicht aus Entgegenkommen, sondern ausschließlich aus posthumer Rache an seinem ewigen Feind. Wenn wir sagen, das werde ich niemals vergessen, und uns damit auf ein Ereignis beziehen, das uns zwar tief verletzt, aber weder in uns noch um uns eine sichtbare Spur oder eine dauernde Abwesenheit hinterlassen hat, dann sind wir unbesonnen. Auch im täglichen Leben vergessen wir gern die Besonderheiten einer schweren Krankheit, von der wir genesen sind, oder einer Operation, die einen guten Verlauf genommen hat. Und zum Zweck der Verteidigung braucht die Wirklichkeit nicht erst in der Erinnerung umgebogen zu werden, sondern das kann bereits in dem Augenblick einsetzen, in dem sie sich ereignet. Während des ganzen Jahres meiner Gefangenschaft in Auschwitz war Alberto D. mein brüderlicher Freund. Er war jung, robust und mutig, besaß eine überdurchschnittliche Klarsichtigkeit und war daher äußerst kritisch gegenüber den vielen, die sich tröstliche Illusionen zurechtzimmerten und diese untereinander austauschten. Der Krieg ist in 2 Wochen aus. Es wird keine Selektion mehr geben. Die Engländer sind in Griechenland gelandet. Die polnischen Widerstandskämpfer sind dabei, das Lager zu befreien und so weiter. Das waren Gerüchte, die fast täglich umliefen und regelmäßig von der Wirklichkeit widerlegt wurden. Alberto war zusammen mit seinem 45-jährigen Vater deportiert worden. Als die große Selektion vom Oktober 1944 bevorstand, haben Alberto und ich dieses Ereignis mit Schrecken, mit ohnmächtigen Wutausbrüchen, mit Auflehnung und Resignation kommentiert, ohne auch nur einmal Zuflucht zu einer bequemen Wahrheit zu suchen. Dann kam die Selektion. Albertos alter Vater wurde ins Gas geschickt und Alberto veränderte sich innerhalb weniger Stunden vollkommen. Er meinte, jetzt Gerüchten vertrauen zu können, die er gehört hatte. Die Russen seien nahe, die Deutschen würden es nicht mehr wagen, weiterhin ihr Blutbad zu veranstalten. Das sei keine Selektion wie die anderen, sie sei nicht für die Gaskammern bestimmt. Dabei sollten nur die schwachen, aber noch verwendungsfähigen Gefangenen ausgesondert werden, wie sein Vater eben, der sehr müde, aber keineswegs krank sei. Ja, er wisse sogar, wohin sie geschickt würden. Nach Jaworsno. Nicht weit in ein Sonderlager für Rekonvaleszenten, die nur für leichte Arbeiten herangezogen werden konnten. Selbstverständlich sah man den Vater nie wieder, und Alberto verschwand auf dem Evakuierungsmarsch aus dem Lager im Januar 1945. Sonderbarerweise benahmen sich auch Albertos Verwandte, die in Italien vor der Verhaftung geflohen waren und sich versteckt gehalten hatten, wie er selbst, ohne dass sie von Albertos Verhalten wussten, indem sie eine unerträgliche Wahrheit von sich wiesen und sich eine neue schufen. Sobald ich nach Hause zurückgekehrt war, hielt ich es für meine Pflicht, in die Stadt zu gehen, in der Alberto gelebt hatte, um seiner Mutter und seinem Bruder alles mitzuteilen, was ich wusste. Ich wurde mit großer Freundlichkeit empfangen, aber kaum hatte ich meine Erzählung begonnen, bat mich die Mutter aufzuhören. Sie wisse bereits alles. Wenigstens soweit es Alberto betreffe, und es sei unnötig, dass ich dieselben Schreckensgeschichten wiederholte. Sie wusste, dass es ihrem Sohn, ihm allein, gelungen war, sich von der Marschkolonne zu entfernen, ohne dass die SS auf ihn geschossen hätte. Er hatte sich im Wald versteckt und war jetzt in Sicherheit bei den Russen. Er hatte noch keine Nachrichten schicken können, aber bald würde er es tun, dessen war sie sich ganz sicher. Und jetzt sollte ich bitte das Thema wechseln und ihr erzählen, wie ich überlebt hätte.
Ein Jahr später befand ich mich zufällig auf der Durchreise in dieser Stadt und besuchte die Familie wieder. Die Wahrheit hatte sich ein bisschen gewandelt. Alberto war in einer sowjetischen Klinik und es ging ihm gut, aber er hatte das Gedächtnis verloren. Er konnte sich nicht einmal mehr an seinen Namen erinnern. Allerdings befand er sich auf dem Weg der Besserung und würde bald zurückkommen. Sie wusste das aus sicherer Quelle. Alberto ist nie wiedergekommen. Über 40 Jahre sind inzwischen vergangen. Ich hatte nicht mehr den Mut, noch einmal hinzugehen und meine schmerzliche Wahrheit der tröstlichen Wahrheit gegenüberzustellen, die sich Albertos Verwandte in gegenseitiger Hilfestellung konstruiert hatten. Eine Apologie muss hier angebracht werden. Das vorliegende Buch ist durchdrungen von Erinnerung, einer fernen zumal. Es schöpft also aus einer verdächtigen Quelle und muss gegen sich selbst verteidigt werden. Kurzum, es enthält mehr Erwägungen als Erinnerungen. Es hält sich lieber bei der gegenwärtigen Lage der Dinge auf, als bei einer in die Vergangenheit gerichteten Chronik. Darüber hinaus sind die Daten, die es enthält, gestützt von einer umfangreichen Literatur, die zum Thema des untergegangenen oder des geretteten Menschen entstanden ist, auch unter der freiwilligen oder erzwungenen Mitarbeit der Schuldigen von damals. In diesem Korpus findet man überwiegend Übereinstimmungen. Abweichungen kann man außer Acht lassen. Was meine persönlichen Erinnerungen betrifft und einige unbekannte Anekdoten, die ich zitiert habe, so habe ich sie alle gründlich gesichtet. Mit der Zeit sind sie ein bisschen verblasst, aber sie passen zum Hintergrund und sind, meine ich, unbeschädigt von den Abweichungen, die ich beschrieben habe. Am 13. Dezember 1943 wurde ich von der faschistischen Miliz festgenommen. Ich war 24 Jahre alt, besaß wenig Einsicht, keine Erfahrung und einen ausgeprägten Hang, bestärkt durch die Absonderung, zu der mich seit nunmehr 4 Jahren die Rassengesetze verurteilt hatten, mich in meine eigene, recht wenig reale Welt zu verschließen, die von zivilisierten, kartesianischen Schatten, aufrechten Jugendfreundschaften und blassen Mädchenbekanntschaften ausgefüllt war. Ich hatte mich einem abstrakten, gemäßigten Rebellionsgeist verschrieben. Es war mir nicht leicht gefallen, in die Berge zu gehen, um dort zusammen mit meinen Freunden, die kaum mehr Erfahrung besaßen als ich selbst, etwas auf die Beine zu stellen, was, wie wir glaubten, eine zu Justitia e Libertà gehörende Partisanengruppe werden sollte. Doch es fehlten Verbindungen, Waffen, Geld und die Erfahrung, es sich zu beschaffen, und es fehlten die richtigen Leute. Dafür waren wir überlaufen von unqualifizierten Menschen mit guten oder bösen Absichten, die auf der Suche nach einer nicht vorhandenen Organisation, nach Kadern, nach Waffen oder auch nur nach einem Schutz, nach einem Unterschlupf, nach einem wärmenden Feuer, nach einem paar Schuhe aus dem Flachland heraufgekommen waren. Damals wusste ich noch nichts von jener Doktrin, die man mir später im Lager so rasch beibringen sollte, wonach es des Menschen erstes Gebot ist, seine Absichten mit den richtigen Mitteln zu verfolgen. Wer sich irrt, hat zu büßen. Also kann ich wohl nicht umhin, als gerecht anzusehen, was danach kam. 3 Hundertschaften der Miliz, die in tiefster Nacht ausgerückt waren, um eine Partisaneneinheit zu überrumpeln, die bei weitem stärker und gefährlicher war als wir und sich im Nachbartal festgesetzt hatte, drangen in einer gespenstischen, verschneiten Morgendämmerung in unsere Unterkunft ein und brachten mich als verdächtige Person zutage. Bei den anschließenden Verhören zog ich es vor, mich als italienischen Staatsbürger jüdischer Rasse zu bezeichnen, denn ich dachte, ich könnte meinen Aufenthalt in jener selbst für Evakuierte allzu abgelegenen Gegend nicht anders rechtfertigen und ein Eingeständnis meiner politischen Aktivität würde Folterqualen und den sicheren Tod zur Folge haben. Eine irrige Annahme, wie sich später herausstellte. Als Juden schaffte man mich nach Fossoli bei Modena,
wo in einem großen, ehemals für englische und amerikanische Kriegsgefangene bestimmten Internierungslager die Angehörigen der zahlreichen Menschengattungen zusammengezogen wurden, die der neu konstituierten faschistisch-republikanischen Regierung nicht genehm waren. Bei meiner Ankunft, also Ende Januar 1944, befanden sich etwa 150 italienische Juden im Lager, doch innerhalb weniger Wochen stieg ihre Zahl auf über 600 an. Meistens waren es ganze Familien, die entweder weil sie unvorsichtig gewesen waren oder weil man sie denunziert hatte, von den Faschisten oder den Nazis festgenommen worden waren. Einige wenige hatten sich freiwillig gestellt, weil sie das unstete Leben zermürbt hatte, weil sie mittellos waren, weil sie sich von einem festgenommenen Angehörigen nicht trennen wollten, oder auch, welche Absurdität, weil sie mit den Gesetzen ins Reine kommen wollten. Darüber hinaus gab es dort etwa 100 internierte jugoslawische Soldaten und einige Ausländer, die als politisch verdächtig galten. Das Eintreffen der kleinen deutschen SS-Einheit hätte selbst die Optimisten stutzig machen müssen. Aber man brachte es tatsächlich zu Wege, diese Neuerung unterschiedlich auszulegen, ohne zur selbstverständlichsten Schlussfolgerung zu kommen, so dass die Bekanntgabe der Deportation die Gemüter unvorbereitet traf. Am 20. Februar hatten die Deutschen das Lager noch sorgfältig inspiziert und dem italienischen Kommissar in aller Öffentlichkeit heftige Vorhaltungen gemacht wegen der mangelhaften Organisation des Küchenbetriebes sowie der geringen Holzmenge, die zum Heizen ausgegeben wurde. Sie hatten sogar erklärt, dass bald eine Krankenstation eingerichtet würde. Aber am Morgen des 21. erfuhr man, dass tags darauf die Juden fortgebracht würden. Alle, ohne Ausnahme. Auch die Kinder und die Alten und die Kranken. Wohin wusste man nicht. Man hatte sich auf eine 14-tägige Fahrt einzurichten. Für jeden, der beim Appell fehlte, würden 10 andere erschossen werden. Nur eine Minderheit von Naiven und Phantasten hoffte immer noch beharrlich. Wir aber hatten uns des Langen und Breiten mit den polnischen und kroatischen Flüchtlingen unterhalten und wussten, was so eine Abfahrt bedeutete. Bei den zum Tode Verurteilten fordert die Tradition ein ernstes Zeremoniell, damit kundgetan werde, dass jede Leidenschaftlichkeit und jeder Zorn nunmehr erloschen sind und dass der Akt der Gerechtigkeit nichts weiter als eine traurige Verpflichtung an die Gesellschaft darstellt, so dass ihn füglich der Urteilsvollstrecker selbst mit Pietät dem Opfer gegenüber verbinden kann. Man verschont deshalb den Verurteilten mit Dienstleistungen jeder Art, gewährt ihm Einsamkeit und, falls er es wünscht, jeden geistlichen Beistand. Man bemüht sich also, ihn weder Hass noch Willkür spüren zu lassen, sondern die Notwendigkeit, die Gerechtigkeit und zusammen mit der Bestrafung auch die Vergebung. Uns aber wurde das nicht gewährt, denn wir waren zu viele und die Zeit war zu kurz bemessen. Und schließlich und endlich, worüber hätten wir Reue empfinden und wofür Vergebung erlangen sollen? So ordnete der italienische Kommissar an, dass alle Dienste bis zur endgültigen Bekanntgabe weitergehen sollten. Darum blieb die Küche in Betrieb, die Reinigungskommandos arbeiteten wie gewöhnlich, und sogar die Volks- und Mittelschullehrer an der kleinen Schule gaben ihren allabendlichen Unterricht. Nur erhielten die Kinder an jenem Abend keine Hausarbeiten. Und es kam die Nacht, und man wurde gewahr, dass menschliche Augen so eine Nacht nicht hätten erleben und überleben dürfen. Alle empfanden dies. Und keiner von den Wachen, kein Italiener und kein Deutscher, traute sich mit anzusehen, was Menschen tun, die wissen, dass sie sterben müssen. Jeder nahm auf seine Weise Abschied vom Leben. Einige beteten, andere betranken sich, wieder andere berauschten sich an letzter, abscheulicher Leidenschaft. Doch die Mütter sorgten die Nacht hindurch mit liebevoller Hingabe für die Reisezehrung, wuschen die Kinder und richteten das Gepäck, und in der Morgendämmerung hingen die Stacheldrähte voller Kinderwäsche, die der Wind trocknen sollte,
Sie dachten auch an die Windeln, die Spielsachen, die Kissen und die hunderterlei kleinen Dinge, die ihnen wohl vertraut sind und von Kindern stets benötigt werden. Und tätet ihr es nicht ebenso? Würde man euch und euer Kind morgen ums Leben bringen, gäbt ihr ihm dann heute nicht zu essen? In der Baracke 6a hauste der alte Gattegno mit seiner Frau, seinen vielen Söhnen und Töchtern, seinen Enkelkindern, seinen Schwiegersöhnen und fleißigen Schwiegertöchtern. Die Männer waren alle Schreiner von Beruf. Auf zahlreichen und langen Fahrten waren sie aus Tripolis gekommen, und sie hatten stets ihr Handwerkszeug bei sich, ihre Küchengerätschaften, ihre Ziehharmonikas und auch die Geige, um nach Feierabend zu spielen und zu tanzen, als fröhliche, gottesfürchtige Menschen. Ihre Frauen begaben sich als Erste an die Reisevorbereitungen, wortlos und rasch, damit Zeit zum Trauern verbliebe. Und als dann alles bereitet war, die Kuchenbrote gebacken und die Bündel verschnürt, entblößten sie die Füße und lösten sich das Haar, stellten die Trauerkerzen auf den Boden, entzündeten sie nach der Väter Brauch, ließen sich im Kreis zur Klage auf die Erde nieder und beteten und weinten die ganze Nacht hindurch. Wir verharrten in großer Zahl vor ihrer Tür, und es senkte sich, für uns neu, auf unsere Seele das uralte Leid des Volkes ohne Heimat, das hoffnungslose Leid des alle Jahrhunderte erneuerten Auszugs. Wie meuchlings traf uns das Morgengrauen, als verbündete sich die neue Sonne mit den Menschen im Vorsatz, uns auszurotten. All die verschiedenen Gefühle, die in uns rege waren, bewusste Ergebung, ohnmächtige Auflehnung, religiöse Hingabe, Angst und Verzweiflung, kulminierten nun nach der durchwachten Nacht in einem allgemeinen, unbeherrschten Wahnsinn. Die Zeit des Überlegens und Richtens war abgeschlossen, und jede Äußerung der Vernunft zerrann in dem hemmungslosen Aufruhr, über dem, schmerzbringend wie Schwertstreiche, die in Zeit und Raum noch so naheliegenden guten Erinnerungen an Zuhause blitzartig aufleuchteten. Vieles wurde damals unter uns gesagt und getan, aber es ist besser, dass daran kein Andenken bleibe. Mit der absurden Präzision, an die wir uns später gewöhnen sollten, nahmen die Deutschen den Appell vor. »Wie viel Stück?« fragte der Oberscharführer zum Schluss, und der Rottenführer stand stramm und meldete, es seien 650 Stück. Und alles stimme. Sodann verlud man uns auf Autobusse und brachte uns zum Bahnhof Carpi. Dort erwarteten uns Zug und Bewachung, und dort bekamen wir die ersten Schläge. Das war so neu für uns und so unsinnig, dass wir keinen Schmerz empfanden, weder körperlichen noch seelischen. Nur tiefe Verwunderung. Wie kann man einen Menschen schlagen, ohne zornig zu sein? 12 Waggons waren es und wir waren 650. Mein Waggon fasste nur 45, aber er war klein. Jetzt hatten wir also vor unseren Augen und unter unseren Füßen einen jener berüchtigten deutschen Transportzüge, die nicht wiederkehrten und von denen wir, erschaudernd und immer etwas ungläubig, schon so oft gehört hatten. Es stimmte bis in alle Einzelheiten. Von außen verriegelte Güterwagen und drinnen Männer, Frauen und Kinder, erbarmungslos zusammengedrängt wie Dutzend Ware, auf der Fahrt ins Nichts, auf der Niederfahrt in die Tiefe. Drinnen sind dieses Mal wir. Alle erfahren früher oder später in ihrem Leben, dass ein vollkommenes Glück nicht zu verwirklichen ist, doch nur wenige stellen auch die umgekehrte Überlegung an, dass es sich mit dem vollkommenen Unglück gerade so verhält. Die Momente, die sich der Verwirklichung beider Grenzfälle widersetzen, sind gleicher Natur. Sie gehen aus unserem Menschsein hervor, das allem Unendlichen abhold ist. So widersetzt sich dieser Verwirklichung unsere stets unzulängliche Kenntnis der Zukunft, die zum einen Hoffnung und zum anderen Ungewissheit des Morgen heißt.
Es widersetzt sich ihr die Sicherheit des Todes, die jeder Freude, aber auch jedem Schmerz eine Grenze setzt. Es widersetzen sich ihr die unvermeidlichen materiellen Belange, die, wie sie jedes dauernde Glück untergraben, so auch beharrlich unser Augenmerk von dem auf uns lastenden Unglück abwenden und seine Wahrnehmung fragmentarisch und darum erträglich gestalten. Gerade die Entbehrungen, die Schläge, die Kälte und der Durst haben uns während der Fahrt und auch nachher von der Leere einer abgrundlosen Verzweiflung bewahrt. Nicht etwa der Wille zum Leben und auch nicht eine bewusste Hinnahme. Dazu sind nur wenige imstande. Und wir waren nur ganz durchschnittliche Exemplare des Menschengeschlechts. Die Waggontüren waren sofort geschlossen worden. Doch erst abends setzte sich der Zug in Bewegung. Unseren Bestimmungsort hatten wir mit Erleichterung vernommen: Auschwitz. Damals für uns ein Name ohne Bedeutung, aber er musste immerhin einem Ort dieser Erde angehören. Der Zug fuhr langsam und es gab lange, zermürbende Aufenthalte. Durch die Luke sahen wir die hohen, blassen Felshänge des Etschtals und die letzten Namen italienischer Städte vorbeiziehen. Um 12 Uhr des zweiten Tages kamen wir über den Brenner und alle erhoben sich, aber keiner sagte etwas. In meinem Herzen dachte ich an die Rückkehr und ich malte mir grausamerweise aus, wie übermenschlich groß die Freude sein dürfte, bei jenem anderen Grenzübertritt mit offenen Waggontüren, da keiner zu fliehen begehrte, und dann die ersten italienischen Namen. Und ich blickte mich um und sann, wen alles von diesem armseligen menschlichen Staub das Schicksal anrühren werde. Von den 45 Menschen in meinem Waggon haben nur 4 ihr Zuhause wiedergesehen, und es war bei weitem der glücklichste Waggon. Wir litten unter Durst und Kälte. Bei jedem Aufenthalt riefen wir laut nach Wasser oder wenigstens eine Handvoll Schnee, aber nur selten wurden wir gehört. Die Soldaten der Wachmannschaft wiesen jeden zurück, der sich dem Transport zu nähern suchte. 2 junge Mütter, ihre Kinder noch an der Brust, jammerten Tag und Nacht flehentlich um Wasser. Für alle nicht so quälend waren Hunger, Anstrengung und Schlaflosigkeit, gemildert durch die Anspannung der Nerven. Die Nächte aber waren ein Albtraum ohne Ende. Wenige Menschen verstehen es mit Würde in den Tod zu gehen, und oft sind es nicht die, von denen man es erwartet. Wenige verstehen es zu schweigen und das Schweigen des anderen zu achten. Unser unruhiger Schlaf wurde oft von lauten und nichtigen Streitereien unterbrochen, von Verwünschungen und blindlings gegen irgendeine lästige und unvermeidliche Berührung ausgeteilten Fußtritten und Faustschlägen. Daraufhin entzündete jemand das klägliche Lichtchen einer Kerze und erkannte, vornübergebeugt, ein düsteres Gewimmel, eine konfuse, zusammenhängende, erstarrte und leidende menschliche Masse, hier und da aufgeworfen von plötzlichen Zuckungen, die sogleich die Müdigkeit wieder zum Ersterben brachte. Durch die Luke bekannte und unbekannte Namen österreichischer Städte, Salzburg und Wien, dann tschechische, schließlich polnische Namen. Am Abend des vierten Tages wurde es empfindlich kalt. Der Zug fuhr durch endlose schwarze Fichtenwälder. Es ging merklich aufwärts. Der Schnee lag hoch. Es musste eine Nebenstrecke sein, denn die Bahnhöfe waren klein und lagen beinahe verlassen da. Während der Aufenthalte unternahm keiner mehr den Versuch, mit der Außenwelt in Verbindung zu treten. Wir fühlten uns nun auf der anderen Seite. Es gab einen langen Halt auf freier Strecke, dann ging es mit äußerster Langsamkeit wieder weiter. Und schließlich blieb der Transport in tiefer Nacht endgültig stehen, inmitten einer dunklen und schweigenden Ebene. Zu beiden Seiten des Gleises sah man auf Sichtweite Reihen weißer und roter Lichter, doch man vernahm nichts von jenem unentwirrbaren Dauergeräusch, das bewohnte Städte von weitem ankündigt.
Nun, da der Rhythmus der Räder und jeder menschliche Laut verstummt waren, warteten wir beim kümmerlichen Schein der letzten Kerze darauf, dass etwas geschehen würde. Neben mir und wie ich selbst zwischen Leib und Leib gedrängt, war während der ganzen Fahrt eine Frau gewesen. Wir kannten uns seit vielen Jahren und das Unglück hatte uns gemeinsam betroffen, aber wir wussten nur wenig voneinander. Damals, in der Stunde der Entscheidung, sagten wir uns Dinge, die man unter Lebenden nicht sagt. Wir verabschiedeten uns, es war kurz. Jeder verabschiedete sich im anderen vom Leben. Wir hatten keine Furcht mehr. Mit einem Mal löste sich dann alles. Die Tür wurde krachend aufgerissen. Das Dunkel hallte wieder von fremden Befehlen, jenem barbarischen Gebell kommandierender Deutscher, die sich eines jahrhundertealten Ingrims zu entledigen scheinen. Vor uns erkannten wir einen ausgedehnten, von Scheinwerfern angestrahlten Bahnsteig. In geringerer Entfernung eine Reihe von Lastautos. Dann war wieder Schweigen. Jemand übersetzte. Man hatte mit dem Gepäck auszusteigen und dieses längs des Zuges abzustellen. In einem Augenblick war der Bahnhof voller wimmelnder Schatten. Doch wir hatten Angst, jenes Schweigen zu brechen. Alle machten sich mit dem Gepäck zu schaffen, suchten sich, riefen einander, jedoch nur schüchtern und halblaut. Abseits standen breitbeinig und teilnahmslos ein Dutzend SS-Leute. Aber dann drängten sie sich zwischen uns und begannen mit leiser Stimme und steinernen Gesichtern uns rasch nacheinander in schlechtem Italienisch auszufragen. Nicht alle, nur einige wenige. Wie alt, gesund oder krank? Und sie wiesen je nach Antwort in zwei verschiedene Richtungen. Das Ganze spielte sich so lautlos wie in einem Aquarium oder wie in bestimmten Traumbildern ab. Wir hätten es uns apokalyptischer vorgestellt. Sie aber sahen aus wie gewöhnliche Ordnungspolizei. Das war verwirrend, entwaffnend. Einige besaßen den Mut, sich nach dem Gepäck zu erkundigen. Sie erwiderten: Gepäck nachher. Einige andere wollten sich nicht von ihrer Frau trennen. Sie sagten: Nachher wieder zusammen. Viele Mütter wollten ihre Kinder nicht hergeben. Sie sagten: Gut, gut, mit Kind bleiben. Stets mit der gelassenen Sicherheit derer, die nichts als ihren tagtäglichen Dienst versehen. Aber Renzo verabschiedete sich einen Augenblick zu lange von Francesca, seiner Braut, und da streckten sie ihn zu Boden mit einem einzigen Hieb mitten ins Gesicht. Es war ihr tagtäglicher Dienst. In weniger als 10 Minuten wurden wir arbeitsfähigen Männer alle zu einer Gruppe zusammengestellt. Was mit den anderen geschah, den Frauen, den Kindern, den Alten, das konnten wir weder damals noch später in Erfahrung bringen. Die Nacht verschluckte sie ganz einfach. Heute aber wissen wir, dass bei jener raschen und summarischen Auswahl ein jeder von uns danach beurteilt worden war, ob er oder ob er nicht imstande sein würde, zum Nutzen des Reiches zu arbeiten. Wir wissen, dass in die jeweiligen Lager Monowitz-Buna und Birkenau nur 96 Männer und 29 Frauen unseres Transports eingeliefert wurden und dass von allen anderen, die über 500 zählten, 2 Tage danach keiner mehr am Leben war. Wir wissen auch, dass dieses, wenn auch oberflächliche Aussonderungsverfahren in taugliche und untaugliche nicht immer befolgt wurde und dass später oft das einfachere System angewandt wurde, nämlich ohne Ankündigungen oder Anweisungen an die Neuankömmlinge beide Waggontüren zu öffnen. Ins Lager kamen diejenigen, die der Zufall auf der einen Seite des Transportzuges aussteigen ließ, ins Gas kamen die anderen. Solcher Art starb Emilia, die 3 Jahre alt war. Denn die Deutschen hielten es für eine augenfällige historische Notwendigkeit, die Judenkinder umzubringen. Emilia, Tochter des Ingenieurs Aldo Levi aus Mailand, ein neugieriges, ehrgeiziges, fröhliches und kluges Kind,
dessen Vater und Mutter es unterwegs im überfüllten Waggon noch gelungen war, ihm in einer Zinkwanne ein lauwarmes Bad zu bereiten, da sich der entartete deutsche Lokomotivführer bereit gefunden hatte, Wasser von der Lokomotive abzuzapfen, die uns alle in den Tod fuhr. Solcher Art, in einem Augenblick, meuchlings, vergingen unsere Frauen, Eltern, Kinder. So gut wie keiner hatte die Möglichkeit, sich von ihnen zu verabschieden. Wir sahen sie noch eine Weile als dunkle Masse am anderen Ende des Bahnsteigs stehen, dann sahen wir nichts mehr. Dafür tauchten im Licht der Scheinwerfer zwei Trupps von sonderbaren Gestalten auf. Sie gingen in Dreierreihen mit eigenartigem linkischem Schritt, hängendem Kopf und steifen Armen. Als Kopfbedeckung trugen sie seltsame Kappen und sie hatten lange, gestreifte Kittel an, denen man auch nachts und von weitem ansah, dass sie dreckig und zerfetzt waren. Sie umgingen uns in einem weiten Kreis, so dass sie nicht in unsere Nähe kamen, machten sich schweigend daran, mit unserem Gepäck zu hantieren, schweigend stiegen sie in die leeren Waggons, schweigend kamen sie wieder heraus. Wir sahen uns wortlos an. Alles war unbegreiflich und irrsinnig, aber eines hatten wir doch verstanden. Das war die Metamorphose, die uns erwartete. Morgen würden auch wir so aussehen. Ohne zu wissen wie, fand ich mich mit etwa 30 anderen auf ein Lastauto verladen, das mit voller Geschwindigkeit in die Nacht raste. Es war verdeckt, und so konnte man nicht hinaussehen, doch an den Erschütterungen merkte man, dass die Straße viele Kurven und Schlaglöcher hatte. Waren wir denn ohne Bewachung? Und wenn man sich hinunterstürzte? Zu spät, zu spät. Es geht mit uns allen hinunter. Im Übrigen sollten wir bald merken, dass wir nicht ohne Bewachung waren. Eigenartig genug, diese Bewachung. Ein deutscher Soldat, und er strotzt vor Waffen. Wir sehen ihn nicht, denn es ist stockdunkel, aber wir spüren jedes Mal die Härte seiner Berührung, wenn uns ein Stoß des Fahrzeugs alle nach rechts oder links zusammenwirft. Er knipst seine Taschenlampe an, und statt zu rufen, »Weh euch, verworfene Seelen!« fragt er uns höflich einen nach dem anderen auf Deutsch und auf Rotwelsch, ob wir Geld oder Uhren besäßen, die wir ihm geben könnten. Nachher brauchten wir das doch nicht mehr. Es ist kein Befehl und keine Vorschrift, sondern ganz deutlich eine kleine Privatinitiative unseres Charons. Das löste in uns Zorn und Lachen und eine eigentümliche Erleichterung aus. Kaum länger als 20 Minuten dauerte diese Fahrt. Dann blieb der Lastwagen stehen, und man erkannte ein großes Tor und darüber die grell beleuchtete Schrift, die mich noch heute in meinen Träumen bedrängt: Arbeit macht frei. Wir steigen aus. Man bringt uns in einen großen und nackten, schwach geheizten Raum. Welchen Durst wir haben! Das leise Summen des Wassers in den Heizungsröhren macht uns rasend. Seit 4 Tagen haben wir nichts mehr getrunken. Immerhin ist da ein Wasserhahn. Darüber ein Schild, dass man nicht trinken darf, weil das Wasser verunreinigt ist. Unsinn, das Schild ist doch bestimmt nur eine Verhöhnung. Sie wissen, dass wir es vor Durst nicht mehr aushalten, stecken uns in einen Raum, ein Wasserhahn ist da und Wasser trinken verboten. Ich trinke und fordere auch meine Kameraden dazu auf. Aber ich muss ausspucken. Das Wasser ist lau und süßlich. Es riecht nach Moor. Dies ist die Hölle. Heute, in unserer Zeit, muss die Hölle so beschaffen sein. Ein großer leerer Raum und müde stehen wir darin und ein tropfender Wasserhahn ist da und man kann das Wasser nicht trinken. Und uns erwartet etwas sicher Schreckliches. Und es geschieht nichts, und noch immer geschieht nichts. Wie soll man da Gedanken fassen? Man kann keine Gedanken mehr fassen. Es ist, als seien wir bereits gestorben. Einige setzen sich auf den Fußboden. Tropfen um Tropfen verrinnt die Zeit.
Wir sind nicht gestorben. Die Tür ist aufgegangen. Ein SS-Mann kommt herein, er raucht. Er betrachtet uns ohne Eile, fragt dann, wer kann Deutsch? Einer aus unserer Mitte, den ich noch nie gesehen habe, tritt vor. Er heißt Flash. Er wird unser Dolmetscher sein. Der SS-Mann hält eine lange, gelassene Ansprache. Der Dolmetscher übersetzt. Wir müssen uns in Fünferreihen aufstellen und untereinander 2 Meter Abstand halten. Dann müssen wir uns ausziehen, die Kleidung in bestimmter Art zusammenbündeln, die Wollsachen auf die eine und den Rest auf die andere Seite tun und die Schuhe ablegen, dabei aber gut aufpassen, dass sie uns nicht gestohlen werden. Von wem denn gestohlen? Und warum sollte man uns die Schuhe stehlen? Und unsere Papiere und das bisschen, das wir in unsere Taschen haben und die Uhren? Wir blicken alle auf den Dolmetscher und der fragt den Deutschen und der Deutsche raucht und sieht ihn an, als sei er durchsichtig, als habe keiner gesprochen. Ich habe noch nie nackte alte Männer gesehen. Herr Bergmann trägt ein Bruchband. Er fragt Flash, ob er es ablegen soll, und der Dolmetscher zögert. Aber der Deutsche versteht, spricht mit ernster Miene zum Dolmetscher und deutet dabei auf jemanden. Wir merken, dass Flash schluckt. Dann spricht er. Der Herr Hauptscharführer hat gesagt, er soll das Bruchband abnehmen. Er bekommt das von Herrn Cohen. Wir sehen, wie die Worte bitter aus Flashs Mund kommen. Das war also des Deutschen Art zu lachen. Nun erscheint ein anderer Deutscher und verlangt, dass wir die Schuhe in eine bestimmte Ecke stellen, und wir stellen sie dahin, denn jetzt ist es zu Ende, und wir fühlen uns außerhalb der Welt, und es heißt nur noch gehorchen. Einer kommt mit einem Kehrbesen und kehrt alle Schuhe fort, durch die Tür auf einen einzigen Haufen zusammen. Er ist wahnsinnig, er bringt sie alle durcheinander. 96 Paar. Nachher werden sie nicht mehr zusammenpassen. Die Tür führt ins Freie, ein eiskalter Wind fegt herein, und wir sind nackt und legen die Arme über den Leib. Der Wind schlägt die Tür zu. Der Deutsche öffnet sie wieder und weidet sich an dem Anblick, wie wir uns einer hinter dem anderen krümmen, um Schutz vor dem Wind zu finden. Dann geht er und macht die Tür wieder zu. Zweiter Akt. 4 Männer stürzen mit Rasiermessern, Pinseln und Schermaschinen herein. Sie tragen gestreifte Hosen und Jacken, auf der Brust eine angenähte Nummer. Vielleicht gehören sie zur gleichen Sorte wie die von heute Abend. Heute Abend oder gestern Abend? Doch diese hier sind ja robust und die Gesundheit selber. Wir stellen ihnen viele Fragen, sie aber packen uns und im Handumdrehen sind wir rasiert und geschoren. Was für blödsinnige Gesichter wir ohne Haare haben. Die 4 reden in einer Sprache, die nicht von dieser Welt zu sein scheint. Jedenfalls ist es kein Deutsch. Ein bisschen Deutsch verstehe ich schon. Schließlich geht eine andere Tür auf. Da sind wir jetzt alle eingesperrt, nackt, geschoren, die Füße im Wasser. Es ist ein Duschraum. Wir sind allein. Nach und nach legt sich die Verwunderung. Wir fangen an zu reden. Alle fragen und keiner antwortet. Wenn wir uns nackt in einem Duschraum befinden, so bedeutet das, dass wir duschen werden. Und wir werden duschen, so nur darum, weil sie uns noch nicht umbringen. Aber warum lassen sie uns dann stehen und geben uns nichts zu trinken? Und niemand erteilt uns Auskunft, und wir sind ohne Schuhe und Kleidung, ganz nackt mit den Füßen im Wasser, und es ist kalt, und seit 5 Tagen sind wir unterwegs, und wir können uns nicht einmal setzen. Und unsere Frauen? Ingenieur Levi fragt mich, ob ich dächte, dass sich unsere Frauen in der gleichen Lage befänden wie wir, und wo sie seien, und ob wir sie auch wiedersehen würden. Das bejahe ich, denn er ist verheiratet und hat ein kleines Mädchen. Bestimmt werden wir sie wiedersehen. Aber nun bin ich doch sicher, dass alles eine Machination im großen Stil ist, um uns zu verspotten und zu schmähen.
Es ist ja ganz klar, dass man uns umbringen wird, und wer da glaubt, am Leben zu bleiben, ist verrückt, ist auf den Leim gegangen. Ich nicht. Ich habe begriffen, dass es bald zu Ende sein wird. Vielleicht in eben diesem Raum, wenn sie sich daran satt gesehen haben, wie wir nackt von einem Bein aufs andere hüpfen und ab und an versuchen, uns auf den Fußboden zu setzen und uns nicht setzen können, weil da 3 Finger hoch kaltes Wasser steht. Planlos gehen wir hin und her und reden. Ein jeder redet mit allen und das macht viel Lärm. Die Tür geht auf und ein Deutscher kommt herein, der Hauptscharführer von vorhin. Er spricht nur kurz, der Dolmetscher übersetzt. Der Herr Oberscharführer hat gesagt, ihr sollt ruhig sein, weil hier keine Rabbinerschule ist. Man sieht, wie die Worte, diese bösen Worte, die nicht die seinen sind, ihm den Mund verzerren, als spucke er einen ekelhaften Brocken aus. Wir bitten ihn zu fragen, worauf wir denn eigentlich warten und wie lange wir noch hier bleiben werden. Nach unseren Frauen, nach allem soll er fragen. Er aber lehnt ab, sagt, dass er nicht fragen will. Dieser Flesch, der sich nur widerwillig dazu versteht, frostige deutsche Reden ins Italienische zu übersetzen und der sich weigert, unsere Fragen zu verdeutschen, weil er um deren Zwecklosigkeit weiß, ist ein etwa 50-jähriger deutscher Jude. Im Gesicht hat er eine große Narbe von einer Verwundung, die er sich am Piave geholt hat, im Kampf gegen die Italiener. Ein verschlossener, schweigsamer Mensch, für den ich instinktiv Achtung empfinde, weil ich merke, dass er noch vor uns zu leiden begonnen hat. Der Deutsche geht, und jetzt sind wir still, obgleich wir uns etwas schämen, so still zu sein. Es ist noch Nacht, und wir fragen uns, ob es jemals Tag würde. Wieder geht die Tür auf. Einer in gestreiftem Anzug kommt herein. Er ist nicht wie die anderen, ist älter, trägt eine Brille, hat ein humaneres Gesicht und ist lange nicht so robust. Er spricht uns an und er spricht Italienisch. Nun wundern wir uns schon über nichts mehr. Uns scheint, als seien wir Zeugen eines verrückten Schauspiels, eines von denen, wo Hexen, Heiliger Geist und Teufel auf der Bühne erscheinen. Er spricht ein schlechtes Italienisch mit starkem ausländischem Akzent. Er hält eine lange Rede, ist sehr höflich und bemüht sich, auf alle unsere Fragen eine Antwort zu geben. Wir sind in Monowitz, nicht weit von Auschwitz, in Oberschlesien, eine Gegend, wo sowohl Deutsche als auch Polen leben. Unser Lager ist ein sogenanntes Arbeitslager. Alle Gefangenen, etwa 10.000, arbeiten an der Errichtung einer Gummifabrik, die Buna heißt. Und Buna heißt darum auch das Lager. Wir werden Schuhe und Kleidungsstücke erhalten. Nein, nicht unsere eigenen, andere Schuhe und andere Kleidungsstücke, solche wie er sie trägt. Und nackt sind wir jetzt darum, weil nun Dusche und Desinfektion vorgesehen sind. Beides erwartet uns nach dem Wecken, denn ohne Desinfektion kommt man nicht ins Lager. Natürlich hat man zu arbeiten, alle haben hier zu arbeiten. Immerhin gibt es verschiedene Arten von Arbeit. Er zum Beispiel ist als Arzt tätig. Er ist ein ungarischer Arzt, der in Italien studiert hat und hier Lagerzahnarzt ist. 4 Jahre lebt er schon im Lager, nicht in diesem, Buna besteht erst seit 1,5 Jahren. Und trotzdem, wir können ja sehen, dass es ihm gut geht, dass er nicht besonders mager ist. Warum er sich im Lager befindet? Ob er Jude ist wie wir? Nein, erwidert er schlicht. Ich bin Krimineller. Wir richten eine Menge Fragen an ihn. Zuweilen lacht er, beantwortet die einen, andere wieder nicht. Man merkt genau, dass er bestimmte Themen vermeidet. Über die Frauen spricht er nicht. Er sagt nur, dass es ihnen gut geht und dass wir sie bald wiedersehen werden, sagt aber nicht wie und wo. Stattdessen erzählt er uns andere, sonderbare, verrückte Dinge. Ach, er treibt vielleicht seinen Spott mit uns. Vielleicht ist er irrsinnig. Im Lager wird man doch irrsinnig. Er sagt, dass es alle Sonntage Konzerte und Fußballspiele gibt. Er sagt, dass man Koch werden kann, wenn man gut boxt.
Er sagt, dass man für gute Arbeit Prämienscheine erhält, mit denen man sich Tabak und Seife kaufen kann. Er sagt, dass das Wasser wirklich ungenießbar ist und dass dafür täglich Kaffeeersatz ausgegeben wird, den aber im Allgemeinen keiner trinkt, weil die Suppe schon wässrig genug ist, um den Durst zu löschen. Wir bitten ihn, uns irgendetwas Trinkbares zu beschaffen, aber er sagt, dass er nicht kann, dass er insgeheim gegen das Verbot der SS zu uns gekommen ist, denn wir seien ja noch zu desinfizieren und er müsse gleich wieder gehen. Er sei nur deshalb hier, weil er die Italiener gut leiden möge und weil er, wie er sich ausdrückt, ein bisschen Herz habe. Wir fragen ihn auch, ob es noch andere Italiener im Lager gäbe, und er meint, dass wohl ein paar da seien, wenige, er wisse nicht wie viele, und sofort wechselt er das Thema. Unterdessen läutet eine Glocke. Er verschwindet augenblicklich und lässt uns betroffen und verwirrt zurück. Einige haben ja neuen Mut gefasst. Ich nicht. Ich muss in einem Fort denken, dass auch dieser Zahnarzt, dieses unbegreifliche Individuum, sich seinen Spaß mit uns gemacht hat. Und kein Wort will ich ihm glauben. Während des Läutens hört man, wie das dunkle Lager wach wird. Unvermittelt schießt heißes Wasser aus den Duschen, herrliche 5 Minuten lang. Aber gleich darauf stürzen 4 Männer herein, vielleicht die Barbiere, und treiben uns, nass und dampfend, wie wir sind, mit Geschrei und mit Püffen in den angrenzenden eiskalten Raum. Dort schmeißen uns andere schreiende Kerle, ich weiß nicht was für Lumpen zu, und drücken uns ein paar Latschen mit Holzsohlen in die Hand. Wir haben gar keine Zeit, etwas zu begreifen. Und schon sind wir draußen im eisigen blauen Schnee des frühen Morgens, barfuß und nackt, mit all den Klamotten in den Händen und müssen zu einer anderen, etwa 100 Meter entfernten Baracke laufen. Und da erst dürfen wir uns anziehen. Als wir fertig sind, bleibt jeder in seinem Winkel und wir wagen es nicht, einander anzublicken. Es gibt nichts, worin wir uns spiegeln könnten, und doch haben wir unser Ebenbild vor Augen. Es bietet sich uns in 100 leichenblassen Gesichtern dar, in 100 elenden und schmierigen Gliederpuppen. So sind wir nun in ebensolche Gespenster verwandelt, wie wir sie gestern Abend gesehen haben. Da merken wir zum ersten Mal, dass unsere Sprache keine Worte hat, diese Schmach zu äußern, dies Vernichten eines Menschen. In einem einzigen Augenblick und fast mit prophetischer Schau enthüllt sich uns die Wahrheit. Wir sind in der Tiefe angekommen. Noch tiefer geht es nicht. Ein noch erbärmlicheres Menschendasein gibt es nicht, ist nicht mehr denkbar. Und nichts ist mehr unser. Man hat uns die Kleidung, die Schuhe und selbst die Haare genommen. Sollten wir reden, so wird man uns nicht anhören. Und wird man uns auch anhören, so wird man uns nicht verstehen. Auch den Namen wird man uns nehmen. Wollen wir ihn bewahren, so müssen wir in uns selbst die Kraft dazu finden, müssen dafür Sorge tragen, dass über den Namen hinaus etwas von uns verbleibe, von dem, wie wir einmal gewesen. Ich weiß, dass man mich hierin nur schwerlich verstehen wird, und es mag gut sein, dass dem so ist. Doch überlege ein jeder, was für einen Wert, was für eine Bedeutung selbst die geringsten unserer täglichen Gewohnheiten in sich bergen, unsere 100 kleinen Dinge, die auch der armseligste Bettler sein eigen nennt, ein Taschentuch, ein alter Brief, die Fotografie eines lieben Menschen. Diese Dinge sind Teil von uns selbst, sind fast wie Glieder unseres Körpers. Es ist auch in unserer Welt nicht denkbar, dass sie einem genommen werden, denn gleich würden wir andere dafür finden, andere Dinge, die uns gehören, weil sie unsere Erinnerungen erhalten und wecken. Nun denke man sich einen Menschen, dem man zusammen mit seinen Lieben auch sein Heim, seine Gewohnheiten, seine Kleidung und schließlich alles, buchstäblich alles nimmt, was er besitzt. Er wird leer sein, beschränkt auf Leid und Notdurft und verlustig seiner Würde und seines Urteilsvermögens. Denn wer alles verloren hat, verliert auch leicht sich selbst.
So sehr, dass man leichthin und ohne jede Regung verbindenden Menschentums, bestenfalls aber aufgrund reiner Zweckmäßigkeit über sein Leben und seinen Tod wird entscheiden können. So wird man dann die zweifache Bedeutung des Wortes Vernichtungslager verstehen und ebenso, was ich mit der Definition in der Tiefe liegen zum Ausdruck bringen möchte. Häftling. Ich lernte, dass ich ein Häftling bin. Mein Name ist 174517. Wir wurden getauft, und unser Leben lang werden wir das tätowierte Mal auf dem linken Arm tragen. Die Prozedur war kaum schmerzhaft und ging außerordentlich rasch vor sich. Man stellte uns alle der Reihe nach auf, und einer nach dem anderen defilierten wir in alphabetischer Reihenfolge an einem geschickten Funktionär vorbei, der eine Art Pfriemen mit winziger Nadel handhabte. Anscheinend ist dies die eigentliche Initiation. Nur wenn man die Nummer herzeigt, bekommt man Brot und Suppe. Etliche Tage waren nötig und nicht wenige Ohrfeigen und Faustschläge, bis wir uns daran gewöhnten, die Nummer prompt vorzuweisen, so dass die Ausgabe der täglichen Essensrationen nicht behindert wurde. Wochen und Monate waren nötig, bis wir ihren deutschen Klang im Ohr hatten. Und tagelang, wenn mich die Gewohnheit aus dem freien Leben nach der Uhrzeit auf meinem linken Arm blicken ließ, erschien mir dafür höhnisch mein neuer Name, die bläulich unter die Haut eingestichelte Nummer. Erst viel später und nur nach und nach lernte ein Teil von uns einiges von der makabren Wissenschaft der Auschwitz-Nummern, in der die einzelnen Etappen der Ausrottung des europäischen Judentums enthalten sind. Den Alten des Lagers sagt die Nummer alles. Die Zeit des Lagereintritts, den Transport, mit dem man gekommen ist, und demnach auch die Nationalität. Jeder wird die Nummern von 30.000 bis 80.000 mit Achtung behandeln. Nicht mehr als einige hundert sind es, die Überlebenden der polnischen Ghettos. Man muss die Augen gut offen halten, wenn man sich mit einem 116.000er oder 117.000er in Geschäfte einlässt. 50 sind es jetzt vielleicht noch, aber es sind Saloniki-Griechen. Man darf sich nicht übers Ohr hauen lassen. Und was die hohen Nummern angeht, so hängt ihnen etwas Lächerliches an, wie im normalen Leben den Begriffen Stift oder Rekrut. Die typische hohe Nummer ist ein dickbäuchiges, willfähriges und dümmliches Individuum, dem du auf die Nase binden kannst, dass im Krankenbau Lederschuhe für Leute mit empfindlichen Füßen ausgegeben werden und dass du dazu überreden kannst, rasch hinzulaufen und dir inzwischen seinen Suppennapf in Verwahrung zu geben. Du kannst ihm einen Löffel für 3 ganze Brotrationen verkaufen, du kannst ihn zum gemeinsten Kapo schicken und ihn fragen lassen, wie das mir passiert ist, ob es stimme, dass sein Kommando das Kartoffelschälkommando sei und ob man ihm nicht zugeteilt werden könne. Im Übrigen geht der ganze Eingliederungsprozess in diese für uns neue Lebensordnung unter grotesken und sarkastischen Vorzeichen vonstatten. Nach der Tätowierungsprozedur sperrt man uns in eine Baracke, in der sonst kein Mensch ist. Die Betten sind hergerichtet, aber man untersagt uns strengstens, sie zu berühren, uns darauf zu setzen. So gehen wir sinnlos den halben Tag lang in dem begrenzten Raum, der verfügbar ist, auf und ab, noch gequält vom grausamen Durst der Reise. Dann öffnet sich die Tür und ein Junge im Streifenanzug kommt herein. Er macht einen ziemlich anständigen Eindruck, ist klein, mager und blond. Dieser hier spricht Französisch, und wir umringen ihn zuhauf, bestürmen ihn mit allen Fragen, die wir bis jetzt vergeblich einander gestellt haben. Doch er redet nicht gern. Keiner redet hier gern. Wir sind neu, wir haben nichts und wir wissen nichts. Wozu also Zeit mit uns vergeuden? Nur widerstrebend gibt er uns die Auskunft, dass die anderen zur Arbeit fort sind und am Abend zurückkommen. Er selbst ist heute früh aus dem Krankenbau entlassen worden und braucht heute nicht mehr zu arbeiten. Ich frage ihn, mit einer Naivität, die mir einige Tage später schon sagenhaft vorkommen wird, ob wir denn wenigstens unsere Zahnbürsten zurückerhalten werden.
Darüber lacht er nicht, sondern macht ein ganz verächtliches Gesicht und wirft mir die Worte hin: Vous n'êtes pas à la maison. Das aber ist der Kehrreim, den wir uns von allen immer und immer wieder sagen lassen müssen. Ihr seid hier nicht zu Haus. Hier ist kein Sanatorium. Hier kommt man nur durch den Kamin raus. Was soll das heißen? Wir werden es später zur Genüge erfahren. In der Tat. Durstig wie ich bin, sehe ich vor dem Fenster in Reichweite einen schönen Eiszapfen hängen. Ich öffne das Fenster und mache den Eiszapfen ab. Doch gleich kommt ein großer und kräftiger Kerl, der draußen herumging, und reißt ihn mir mit Gewalt aus der Hand. Warum? Frage ich in meinem beschränkten Deutsch. Hier ist kein Warum, gibt er mir zur Antwort und stößt mich zurück. Die Erklärung hierfür ist grauenhaft und doch so einfach. An diesem Ort ist alles verboten. Nicht aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, sondern weil das Lager zu diesem Zweck geschaffen wurde. Wenn wir darin leben wollen, müssen wir das rasch und gut lernen. Hier ist das heilige Antlitz keine Hilfe. Ein anderes Schwimmen ist's hier als in Sergio. Stunde um Stunde geht dieser erste lange Tag der Vorhölle seinem Abschluss entgegen. Als die Sonne in einem Strudel düsterer, blutroter Wolken versinkt, lassen sie uns endlich aus der Baracke hinaus. Ob sie uns zu trinken geben? Nein. Sie stellen uns noch einmal in Reih und Glied auf, führen uns auf einen großen freien Platz, der den Mittelpunkt des Lagers darstellt, und lassen uns dort antreten, und wir müssen uns peinlich genau ausrichten. Dann geschieht in der nächsten Stunde nichts mehr. Es scheint, als warte man auf jemanden. Eine Fanfare ertönt neben dem Lagertor. Sie spielt Rosamunde, den wohlbekannten sentimentalen Schlager, und das kommt uns so eigenartig vor, dass wir einander angrinsen. Wir fühlen uns um eine Spur erleichtert. Vielleicht stellen diese ganzen Zeremonien nichts anderes vor als einen riesenhaften Schwank teutonischer Art. Aber nach Rosamunde bläst die Fanfare noch weiter, spielt einen Marsch nach dem anderen, und nun erscheinen unsere Kameraden, die in Gruppen von der Arbeit zurückkommen. Sie marschieren in Fünferreihen, in einer sonderbaren, unnatürlichen, harten Gangart, wie steife Gliederpuppen, die nur aus Knochen bestehen. Aber ihr Gleichschritt hält sich streng an den Takt der Fanfare. Wie wir, so treten auch sie in genau festgelegter Ordnung auf dem großen Platz an. Als dann die letzte Gruppe eingetroffen ist, werden wir gezählt und wieder gezählt, über eine Stunde lang. Endlose Kontrollen werden vorgenommen, die anscheinend alle bei einem in gestreiftem Anzug zusammenlaufen, der seinerseits einem kleinen Trupp von SS-Leuten in voller Kriegsausrüstung Meldung erstattet. Schließlich, es ist schon dunkel, aber das Lager ist von Lampen und Scheinwerfern hell erleuchtet, vernimmt man den Ruf Absperre, worauf sich sämtliche Gruppen in ein heilloses Durcheinander auflösen. Jetzt gehen sie nicht mehr in strammer Haltung und mit herausgedrückter Brust. Alle schleppen sich mit sichtbarer Anstrengung dahin. Ich merke, dass jeder in der Hand oder am Gürtel einen fast waschschüsselgroßen Blechnapf trägt. Auch wir Neuankömmlinge wandern in der Menge umher, suchen eine vertraute Stimme, ein befreundetes Gesicht, einen, der uns geleitet. Gegen die Holzwand einer Baracke gestützt, sitzen zwei Jungen auf der Erde. Sie müssen noch sehr jung sein, höchstens 16 Jahre alt, und beide haben rußbeschmierte Gesichter und Hände. Als wir vorübergehen, ruft mich der eine von ihnen an und richtet auf Deutsch einige Fragen an mich, die ich nicht verstehe. Dann fragt er mich, woher wir kommen. Italien, erwidere ich, und möchte selber so vieles von ihm wissen, aber mein deutscher Wortschatz ist zu beschränkt. Bist du Jude? Frage ich ihn. Ja, polnischer Jude. Wie lange bist du schon im Lager? 3 Jahre, und er hebt 3 Finger. Dann muss er ja als Kind hergekommen sein, denke ich mit Schaudern.
Doch es bedeutet auch, dass zumindest einige hier leben können. Was arbeitest du? Schlosser, antwortet er. Ich verstehe nicht. Eisen, Feuer, erklärt er und bewegt die Hände wie einer, der mit dem Hammer auf den Amboss schlägt. Ich Chemiker, sage ich zu ihm. Dazu nickt er ernsthaft und meint, Chemiker gut. Aber das alles betrifft die ferne Zukunft. Was mich im Augenblick quält, ist der Durst. Trinken, Wasser, wir kein Wasser, sage ich. Er sieht mich mit ernster, fast strenger Miene an und betont jedes einzelne Wort. Kein Wasser trinken, Kamerad. Und was er dann noch redet, verstehe ich nicht. Warum? Geschwollen, erwidert er im Telegrammstil. Ich schüttle den Kopf, weil ich das nicht verstanden habe. Er erklärt es mir, indem er die Backen aufbläst und mit den Händen eine riesige Anschwellung von Gesicht und Bauch andeutet. Warten bis heute Abend. Das übersetze ich mir Wort für Wort. Dann sagt er, ich schlome, du? Ich nenne ihm meinen Namen und er erkundigt sich, wo deine Mutter? In Italien. Schlome ist verwundert. Jüdin in Italien? Ja, erkläre ich ihm so gut ich kann. Versteckt, niemand kennen, fliehen, nicht sprechen, niemand sehen. Er hat begriffen. Jetzt steht er auf, kommt auf mich zu, umarmt mich schüchtern. Das Erlebnis ist zu Ende, und ich bin erfüllt von einer reinen Trauer, die beinahe Freude ist. Ich habe Schlome nie wieder gesehen, aber sein ernstes, sanftes Kindergesicht, mit dem er mich an der Schwelle des Totenhauses empfing, habe ich nicht vergessen. Wir müssen eine Menge lernen, doch vieles haben wir schon gelernt. Wir wissen schon ungefähr, wie das Lager beschaffen ist. Dieses unser Lager hier ist ein Quadrat von etwa 600 Metern Seitenlänge, umschlossen von zwei Stacheldrahtzäunen, deren Innerer mit Hochspannung geladen ist. Es besteht aus 60 Holzbaracken, die man hier Blocks nennt und von denen sich etwa 10 noch im Bau befinden. Dazu kommen das gemauerte Küchengebäude, eine kleine landwirtschaftliche Versuchsstation, die von einer Gruppe privilegierter Häftlinge bewirtschaftet wird, und die Dusch- und Latrinenbaracken, je eine für 6 bis 8 Blocks. Schließlich sind einige Blocks für besondere Zwecke bestimmt. So ist vor allem eine Gruppe von 8 Blocks am östlichen Lagerende als Krankenstation und Ambulatorium eingerichtet. Dann der Block 24, der Kretze-Block. Der Block 7, den noch kein gewöhnlicher Häftling betreten hat, weil er für die Prominenz, also für die Internierten mit den höchsten Ämtern reserviert ist. Der Block 47, der den Reichsdeutschen vorbehalten ist, den politischen oder kriminellen Deutschen mit arischer Abstammung. Der Block 49, der nur für die Kapos da ist. Der Block 12, dessen eine Hälfte für Reichsdeutsche und Kapos als Kantine dient, das heißt als Ausgabestelle für Tabak, Insektenpulver und gelegentlich auch andere Artikel. Der Block 37, in dem sich das zentrale Furierbüro und das Büro des Arbeitsdienstes befindet. Und endlich der Block 29, dessen Fenster immer geschlossen sind, denn das ist der Frauenblock, das Lagerbordell, versorgt von polnischen Häftlingsmädchen und reserviert für die Reichsdeutschen. Die gewöhnlichen Wohnblocks sind in zwei Räume aufgeteilt. In dem einen, dem Tagesraum, wohnt der Barackenälteste mit seinen Freunden. Die Einrichtung besteht aus einem langen Tisch, Stühlen und Bänken. Allenthalben sieht man eine Menge sonderbarer Gegenstände in bunten Farben, dazu Fotografien, Ausschnitte aus Illustrierten, Zeichnungen, künstliche Blumen, Nippsachen. Die Wände sind mit großen Inschriften versehen, Losungen und Versen auf die Ordnung, die Disziplin und die Hygiene. In einer Ecke steht ein Glasschrank mit den Gerätschaften des Blockfriseurs, den Suppenkellen und zwei Gummiknüppeln, dem massiven und dem hohlen, zur Aufrechterhaltung eben dieser Ordnung. Der andere Raum ist der Schlafraum.
Darin nichts weiter als 148 dreistöckige Betten, die, nur von drei Gängen unterteilt, so dicht wie die Waben in einem Bienenstock aneinandergefügt sind, damit der ganze Raum bis zur Decke hinauf ohne Platzverlust ausgefüllt wird. Hier sind die gewöhnlichen Häftlinge untergebracht. 200 bis 250 je Baracke. Sie müssen sich also meistens zu zweit ein Bett teilen, dessen Boden jeweils aus einer losen Holzplatte besteht und das mit je einem dünnen Strohsack und zwei Decken versehen ist. Die Gänge sind so schmal, dass zwei Mann nur mit Mühe durchkommen, und die gesamte verfügbare Bodenfläche ist so beschränkt, dass die Blockinsassen gar nicht alle Platz haben, wenn nicht mindestens die Hälfte in den Betten liegt. Daher auch das Verbot, einen fremden Block zu betreten. In der Mitte des Lagers erstreckt sich der riesige Appellplatz, auf dem morgens zur Formierung der Arbeitskolonnen angetreten wird und abends, um gezählt zu werden. Vor dem Appellplatz liegt ein sauber geschorenes Rasenbeet, wo im Bedarfsfall die Galgen errichtet werden. Wir wissen sehr bald, dass es drei Kategorien von Lagerbewohnern gibt: die Kriminellen, die Politischen und die Juden. Alle tragen sie den gestreiften Anzug und alle sind sie Häftlinge. Doch die Kriminellen haben neben der Nummer ein grünes Dreieck auf die Jacke genäht, die Politischen ein rotes Dreieck und die Juden, die bei weitem in der Mehrzahl sind, den rot-gelben Judenstern. Natürlich sind SS-Leute da, aber nur wenige und außerhalb des Lagers, und man sieht sie verhältnismäßig selten. Doch unsere eigentlichen Herren sind die grünen Dreiecke, die frei über uns verfügen können. Dazu noch diejenigen der anderen beiden Kategorien, die ihnen an die Hand gehen. Und das sind nicht wenige. Noch eines lernen wir, je nach Charakter mehr oder weniger schnell, nämlich mit Jawohl zu antworten, nie zu fragen und immer so zu tun, als habe man verstanden. Und wir wissen den Wert der Nahrungsmittel zu schätzen. Nun kratzen auch wir nach beendetem Essen den Napf sorgsam aus und halten ihn unters Kinn, wenn wir unser Brot verzehren, damit kein Krümel verloren gehe. Nun ist auch uns klar geworden, dass es nicht dasselbe ist, ob man seine Schöpfkelle mit Suppe von oben oder von unten aus dem Kübel bekommt. Und wir können aufgrund des unterschiedlichen Fassungsvermögens der verschiedenen Kübel berechnen, welcher Platz in der Essensschlange am erstrebenswertesten ist. Wir lernen, dass man alles brauchen kann. Draht, um sich die Schuhe zu binden, Lumpen, um sich Fußlappen zu machen, Papier, um sich als Kälteschutz, verbotenerweise, die Jacke auszufüttern. Wir lernen, dass andererseits alles gestohlen werden kann. Ja, auch unfehlbar gestohlen wird, sobald die Wachsamkeit nachlässt. Und um dem vorzubeugen, müssen wir die Kunst erlernen, mit dem Kopf auf der zusammengebündelten Jacke zu schlafen, die alle unsere Habseligkeiten vom Essgeschirr bis zu den Schuhen enthält. Wir kennen jetzt auch schon zum guten Teil die maßlos komplizierte Lagerordnung. Unzählbar sind die Verbote. Auf weniger als 2 Meter an den Stacheldraht heranzugehen, mit der Jacke ohne Unterhosen oder mit der Kopfbedeckung zu schlafen, besondere Waschräume oder Latrinen zu benutzen, die nur für Kapos oder nur für Reichsdeutsche sind, an den vorgeschriebenen Tagen nicht zum Duschen zu gehen und dies an den nicht vorgeschriebenen Tagen zu tun, die Baracke mit aufgeknöpfter Jacke oder mit hochgestelltem Kragen zu verlassen, unter der Kleidung Papier oder Stroh als Schutz gegen die Kälte zu tragen, sich anders als mit entblößtem Oberkörper zu waschen. Endlos und unergründlich sind die zu befolgenden Riten. Tag für Tag muss man morgens das Bett machen, vollkommen gerade und glatt. Man muss die verdreckten und ekligen Holzpantinen mit dem dazu bestimmten Maschinenfett einschmieren und von der Kleidung die Schlammflecken abschaben. Farb-, Fett- und Rostflecken dagegen sind zulässig. Abends muss man sich auf Läuse und auf gewaschene Füße untersuchen lassen, samstags muss man sich Bart und Haare scheren lassen und sich die Klamotten selber stopfen oder stopfen lassen, sonntags muss man sich der allgemeinen Krätzekontrolle und der Kontrolle der Jackenknöpfe unterziehen, und die müssen 5 an der Zahl sein. Des Weiteren gibt es eine Fülle von Dingen, die normalerweise ohne Belang sind, hier aber zu Problemen werden.
Wenn die Fingernägel nachgewachsen sind, muss man sie kürzen, was nicht anders als mit den Zähnen geschehen kann. Für die Fußnägel sorgt schon das stetige Reiben an den Schuhen. Wenn einem der Knopf abgeht, muss man ihn sich mit Draht wieder befestigen können. Wenn man in die Latrine oder in den Waschraum geht, muss man immer und überall alles mit sich nehmen, und während man sich die Augen wäscht, muss man das Kleiderbündel zwischen den Knien halten, weil es sonst in diesem nämlichen Augenblick gestohlen würde. Wenn einem ein Schuh Schmerzen verursacht, muss man abends die Zeremonie des Schuhumtausches mitmachen. Hier wird die Beschlagenheit des Einzelnen auf die Probe gestellt, denn man muss imstande sein, mit einem Blick einen, nicht ein paar, einen passenden Schuh aus dem unsagbaren Durcheinander auszusuchen, weil nach erfolgter Wahl ein zweiter Tausch nicht mehr erlaubt wird. Man glaube nicht, dass den Schuhen im Lagerleben eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Der Tod beginnt bei den Schuhen. Für die meisten von uns haben sie sich als wahre Marterwerkzeuge erwiesen, weil sie schon nach wenigen Stunden Marsch schmerzende Wunden verursachen, die sich unweigerlich infizieren. Wer davon heimgesucht ist, muss so laufen, als habe er ein Gewicht am Fuß hängen. Daher die eigenartige Gehweise des Gespensterheeres, das allabendlich zur Parade heimkehrt. Er ist überall der Letzte und überall bekommt er Schläge. Er kann nicht davonlaufen, wenn man hinter ihm her ist. Seine Füße schwellen an, und je mehr sie anschwellen, desto unerträglicher wird die Reibung am Holz und am Leinen der Schuhe. So bleibt denn nichts anderes als der Krankenbau. Doch mit dem Befund, dicke Füße, in den Krankenbau zu kommen, ist äußerst gefährlich, denn alle, besonders aber die SS, wissen sehr wohl, dass man dieses Leiden hier nicht loswerden kann. Bei all dem habe ich noch nicht einmal von der Arbeit gesprochen, die ihrerseits aus einem Sammelsurium von Gesetzen, Tabus und Problemen besteht. Wir arbeiten alle, mit Ausnahme der Kranken. Sich krankschreiben zu lassen erfordert ohnehin schon ein gerüttelt Maß an Kenntnissen und Erfahrungen. Jeden Morgen geht es in Marschkolonne vom Lager zur Buna. Jeden Abend geht es in Marschkolonne wieder zurück. Für die Arbeit sind wir in rund 200 Kommandos unterteilt, die jeweils 15 bis 150 Mann stark sind und je von einem Capo befehligt werden. Es gibt gute und schlechte Kommandos. Zum größten Teil sind sie für Transportarbeiten eingesetzt, und das ist hart, besonders im Winter, und sei es nur darum, weil alles im Freien getan wird. Aber es gibt auch Kommandos von Spezialarbeitern, Elektrikern, Schmieden, Maurern und so weiter, die einer bestimmten Werkstatt oder einer bestimmten Abteilung der Buna zugeteilt sind und mehr den zivilen Meistern, meistens Deutschen oder Polen, unterstehen. Das trifft natürlich nur für die Arbeitsstunden zu. Für den Rest des Tages werden die Spezialisten, insgesamt nicht mehr als 300 oder 400, nicht anders gehalten als die gewöhnlichen Arbeiter. Für die Aufteilung der Einzelnen auf die verschiedenen Kommandos ist eine besondere Dienststelle des Lagers zuständig, der Arbeitsdienst, der mit der zivilen Direktion von Buna in dauerndem Kontakt steht. Die Entscheidungen des Arbeitsdienstes erfolgen nach unbekannten Gesichtspunkten, oft aber eindeutig aufgrund von Protektion und Bestechung, so dass einer, dem es gelingt, sich Essen zu beschaffen, auch praktisch die Gewähr dafür hat, einen guten Posten in der Buna zu erhalten. Die Zahl der Arbeitsstunden ist je nach Jahreszeit verschieden. Solange es hell ist, wird gearbeitet. Demnach variiert die Arbeitszeit von einem winterlichen Mindestmaß, 8 bis 12 Uhr und 12.30 Uhr bis 16 Uhr, bis zu einem sommerlichen Höchstmaß, 6.30 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 18 Uhr. Unter gar keinen Umständen dürfen die Häftlinge bei Dunkelheit oder bei dichtem Nebel arbeiten, während auch im Regen oder im Schnee oder im recht häufigen Karpatensturmwind normal gearbeitet wird. Der Grund für das Verbot liegt darin, dass Dunkelheit oder Nebel einen Fluchtversuch begünstigen könnten. Jeder zweite Sonntag ist gewöhnlicher Arbeitstag.
An den sogenannten freien Sonntagen wird meistens statt in der Buna an der Instandhaltung des Lagers gearbeitet, so dass es nur ganz selten wirkliche Ruhetage gibt. So also wird unser Leben aussehen. Tag für Tag nach dem festgesetzten Rhythmus ausrücken und einrücken, arbeiten, schlafen und essen, krank werden, gesund werden oder sterben. Und wie lange? Aber die Alten lachen nur auf diese Frage, denn an ihr erkennt man den Neuling, lachen und antworten nicht. Für sie ist seit Monaten, seit Jahren die Frage nach der fernen Zukunft gegenstandslos geworden, hat jeden Sinn vor den so viel dringlicheren und konkreteren Problemen der nahen Zukunft verloren, nämlich, was es heute zu essen gibt, ob es schneien wird, ob Kohlen auszuladen sind. Hielten wir uns an die Vernunft, so müssten wir uns mit dieser Gegebenheit abfinden, dass unser Schicksal absolut unerforschlich ist und jede Spekulation darüber nur müßig sein kann und nicht die geringste reale Grundlage besitzt. Doch an die Vernunft halten sich die Menschen sehr selten, wenn das eigene Schicksal auf dem Spiel steht. In jedem Fall ziehen sie die extremen Positionen vor. Darum sind, je nach Veranlagung, die einen von uns augenblicklich davon überzeugt, dass alles verloren ist, dass man hier nicht leben kann und dass das Ende mit Sicherheit und bald bevorsteht, die anderen, dass trotz all dem harten Leben, das uns erwartet, die Rettung wahrscheinlich ist und in gar nicht weiter Ferne liegt, und dass wir, wenn wir nur Vertrauen und Kraft aufbringen, unser Heim und unsere Lieben wiedersehen werden. Jedoch unterscheiden sich diese beiden Kategorien, die der Pessimisten und die der Optimisten, nicht so klar voneinander. Nicht, weil Agnostiker so zahlreich wären, sondern weil die meisten ohne Gedächtnis und ohne Folgerichtigkeit und je nach Gesprächspartner und Augenblick zwischen diesen extremen Positionen hin und her pendeln. Nun bin ich also in der Tiefe. Vergangenheit und Zukunft auszulöschen lernt man rasch, wenn die Not drängt. 14 Tage nach meiner Einlieferung habe ich schon den regelrechten Hunger, den chronischen Hunger, den die freien Menschen nicht kennen, der nachts Träume hervorruft und der in allen Gliedern unseres Körpers wohnt. Schon habe ich gelernt, mich nicht bestehlen zu lassen. Und sehe ich einen Löffel, einen Bindfaden, einen Knopf herumliegen, den ich mir ungestraft aneignen kann, so stecke ich ihn ein und betrachte ihn mit vollem Recht als mein Eigentum. Schon habe ich auf meinem Fußrücken die stumpfen Wunden, die nicht heilen werden. Ich schiebe Waggons, ich arbeite mit der Schaufel, ich ermatte im Regen, ich zittere im Wind. Schon ist mein eigener Körper nicht mehr mein. Der Bauch ist gedunsen, die Glieder sind verdorrt, das Gesicht ist am Morgen verschwollen und am Abend ausgehöhlt. Einige von uns haben eine gelbe Haut, andere eine graue. Sehen wir uns einmal 3 oder 4 Tage lang nicht, erkennen wir uns kaum wieder. Wir Italiener wollten uns jeden Sonntagabend in einem Winkel des Lagers treffen, aber das ließen wir gleich wieder bleiben. Denn es war zu traurig, uns nachzuzählen und feststellen zu müssen, dass wir jedes Mal weniger waren und unförmiger und elender von Gestalt. Und es war so mühsam, diese wenigen Schritte zu gehen. Und wenn wir uns trafen, so verleitete uns das dazu, dass wir uns erinnerten und nachdachten. Und das tat man besser nicht.